Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen noch wieder eine Runde. Wie kommen wir hier durch? Nee, Borderlands, Borderlands 3. Aber wie kommen wir hier durch? Zerstöre den Generator. Ach, da hinten ist er. Okay. Müssen wir hier hoch, um den zu zerstören? Ja, okay. Ich bin ja auch nicht doof, man kann hüpfen und schießen gleichzeitig. Lutsch mir meine große Brudereier, Kammerjäger. Trump! Was ist da explodiert? Ich weiß es nicht. Er hat die Brücke zerstört. Was für ein Schmuck. Keine Angst, es gibt einen anderen Weg zur Kammer. Aber das wird nicht leicht. No. Nimm die andere. Die andere den kompletten Weg zurück. Man hört's ja so gern, dass der Weg nicht so einfach wird, ne? Mhm. Ich nehme noch ein bisschen Moon mit, okay? Ja, ja. Willst du mein Geheimnis wissen? Ich bin echt schlau. Ich sage immer, schlau ist gut. Klein auch. Man kann sich überall reinquetschen. Und hässlich ist am besten. Die Leute wollen einen nicht ansehen. So kann man perfekt schleichen. Und ich schleiche ja, genau. Ja, da unten sind ein paar Mantas und so. Oh, die können hier nicht hoch, oder? Nee. Ah, oh, fuck, die können doch hier hoch. Na komm, runter da. Hol mir bitte ein Autogramm von Typhon de Leon. Und eine Haarsträhne ist für Forschungszwecke. Ja, ist klar. Er will sich selber einen klonen. Komm mit. Er läuft einfach durch. Ja, du ja auch. Ich glaube, ich habe mich so dezent verlaufen. Ja, wir müssen links, ne? Rechts. Aber da vorne können wir ein Auto spawnen. Ja, hier dann rechts, ja, ja. Du bist nicht mal im Auto spawnen. Ich dachte, du würdest am Auto spawnen stehen. So. Du kannst nicht wegrennen, Kammerjäger. Naja, du kannst schon. Aber können wir hier durch? Drück mal V dagegen. Damit das klar ist. Das hat den Vorteil, dass ich damit im Vorteil bin. Immer ein paar Rex im Ärmel. Aua! Könnte jetzt der ein oder andere mal down gehen? Danke. Warum haben die eigentlich nur Schild und gar kein normales Leben? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Granaten mehr. Alter, was bitzelt hier denn so komisch? Der letzte, oder? Ja. Alter. Level 32, danke.
krieg gleich einen Krampf im Abzug, Ficker. Ja, wir ballern hier ordentlich raus. Ja. Aber wir bleiben sehr standhaft gerade mal. Muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit einiges vermöbelt. Der Weg ist halt auch wieder nicht so kurz, ne? Nein, natürlich nicht. Wäre ja sonst zu einfach. So. Das war gar kein Ding, ich dachte, wir wären Gegner. Das sind ein paar KSR-Kisten. Ich werde dich vernichten, denn ich bin Daniel. Die brauchen halt 3 Jahre zum Öffnen, die Kisten. Naja. So, jetzt kriegen wir wieder einen Gegner, einen großen. Wette ich mit dir? Ja, sieht so aus. Ja, und der frisst doch nicht ganz so gut. Ich habe jetzt die Granaten draufgejagt, ja, also... Nach den Granaten war okay. Also, meine Granaten, die ziehen schon mal. Der Tank ist kritisch wie immer. Ja. War klar. Ich schaue, ob ich Granaten finde. Ist ja schön, dass man so einen Gegner hat mit so einer riesen Schwachstelle. Finde ich geil. Ja. Also dann kommt man mit dem schon mal ein bisschen eher zurecht. Ich habe halt bis jetzt noch keine Granaten gefunden. Ich habe eine gefunden. Aber die Granaten haben schon reingepfeffert. Der ist Level 34 im Übrigen. Soll ich kommen? Nee, brauchst du nicht, danke. Okay. Hinter dir! Aber wo ist er? Hier irgendwie festgebockt im Heck. Was jetzt nicht unbedingt das Schlechteste für uns ist. Oh, noch ein F. Immer schön kritisch auf den Tank, gell? Ah, ja. Alter, wie ist der festgebackt? Er ist doch eh geil. Ah, jetzt nicht mehr. Aber er ist auch down, oder? Er ist tot. Und ich frage mich, wie ich dieses Eis verarbeiten würde. Dieser Pfad führt direkt zur Kammer. Da habe ich den Schlüssel versteckt. Keine Angst, ich halte außerhalb der Maschine Wache und passe auf die anderen Schlüssel auf. Ja, dann halt auch Wache. Fresh will weiter. Jo. Ganz munter und ganz heiter. Der ist halt Blutdurst, der Junge. Du hast es geschafft. Also, da vorne ist ein verdammt großer iridianischer Tempel. Der ist dein Ticket zur Kammer. Munition. Habe ich. 1200 habe ich bezahlt. 1100. Ich hatte mal weniger zu zahlen. Was? Da vorne sind noch ein paar Gegner. Naja, ob man dazu Gegner sagen kann, weiß ich nicht. Ein paar Opfer, ja. Goldener Geist. Auf dem Plündergeist sind wir heiß. Na, ja, aber hat jetzt auch nicht so geile Sachen, glaube ich. Aua. Muss ich gleich noch mal gucken. Aua.
Was? Was denn? Ich bin gerade tot. Soll ich dich holen? Nee, brauchst du nicht, danke. Wow. Das ist aber mal gut hier. Hallo. Was habe ich ihm gerade gesagt? Spawnen die permanent nach oder wie? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind glaube ich alle da. Nee, da kommt schon wieder irgendwas. Ein Geist. Nee, das ist ein Geist, ja. Das sind ja wirklich nur Schrottwaffen. Wo lang jetzt? Wir müssen nur einen Tempel erreichen. Alter, was ein Weg. Teilchen, wie hast du Nikrotafeo überhaupt gefunden? Ja, Maya hat immer gesagt, es wäre nur eine Geschichte. Ha, so wie alle anderen. Nur meine Frau Leda nicht. Sie hat das Rätsel geknackt. Nachdem wir auf Pandora geheiratet hatten, war die Suche nach Nikrotafeo unsere Hochzeitsreise. Dann sind wir abgestürzt. Ich hatte das Schiff auf Autopilot gestellt, während wir beschäftigt waren. Ich wollte unbedingt, sie übrigens auch, wie dem auch sei. Das Schiff war kaputt, die Kommunikation war kaputt, aber das war uns egal. Wir waren verliebt. Leda war wahnsinnig clever und sie konnte zupacken. Das war echt praktisch während unserer Flitterwochen. Als wir die Kammer geöffnet hatten, wurde es richtig wild. Skag gegen Skag, Schlüssel und Loch, doppelter Kerl. Was hast du gerade für eine Waffe am Start? Granaten. Achso. Ich hämmer dir einfach vorher schon da rein. In die Richtung. Ey, Level 32er Geist. Na, da kommt schon wieder ein Geist raus. Ah, gegen den hast du nichts mehr machen können. Na, der stand doch direkt neben mir, kann ich schon. Oh, da kommt schon wieder ein Geist raus. Ja, bei mir auch. Rennst du einfach weiter? Nee. Alter. Alter, wie viele Geister. Ah, da war mal wieder meine Granate im Spiel. Ey. Bisschen lang. Ich hab extra. Ja. Ich hab drauf warten müssen, bis endlich mal nachgeladen war. Müssen wir hier lang? Guck mal kurz. Ey. Badass. Geist. Ey, mir geht schon wieder die Muni aus. Das ist der Wahnsinn. Wie wenig Muni hast du denn immer dabei? Ja, keine Ahnung. Wechsel ich halt mal die Knifte. Alter, da kommen noch mal zwei. Alter, jetzt ist ja mal gut hier. Das wird hier so weitergehen. Müssen wir die Treppe hier hoch? Wahrscheinlich, ja.
Was ist hier hinter? Oh, eine Kiste, eine große. Eine blaue Shotgun. Und eine grüne. Hier ist ein Speicherpunkt. Es hört man gern. Ich hatte immer gedacht, nichts wäre schwieriger als eine Kammer zu öffnen. Oh Mann, da lag ich mal absolut falsch. Moment. Alter. Du hast Kinderteifen? Ja, zwei Stück. Der Junge war immer krank. Und meine Tochter hat mir die Ohren geredet. Gesundheit. Die waren nur still, wenn ich von meinen Abenteuern erzählt habe. Monster töten, Kammern öffnen, ein Held sein. Davon konnten sie nicht genug. Aber was, warum habe ich die Waffe gewechselt? War das gerade im Niesen, oder was? Könnte ja sein. Ja. Das war ein Fehler. In den falschen Händen kann eine Geschichte eine gefährliche Sache sein. Ah, natürlich erwischt mich der Geist. Weiß auch gerade gar nicht, wo überall Gegner sind, ey. Ja. Stellenweise echt überfordernd hier. Also was ist Gegner? Das sind ja jetzt keine... Nee, viel Kanonenfutter. So ist ja nicht, aber... Ja. Es ist halt viel. Es ist die Masse. Es ist... Störend, es ist, keine Ahnung, ein Haufen Munitionsverschwendung. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Bist du schon weiter? Ja, man muss ja hier irgendwann mal durchkommen, ne? Habe ich mir gedacht. Ey, der Geist. Boah. Alter, wir müssen halt da, wo die meisten Gegner sind, müssen wir durch. Ich bin an irgendwas verreckt. Finde aber auch gar keinen Gegner. Danke. Natürlich kommt ein Geist raus. Ich habe keine Muni mehr für die Waffe. Es ist mal gut. Komm, weiter. Ja, mir ist gerade ein Geist vorbeigeflogen. Das mag ich nicht mehr. Ich habe auch keine Muni mehr. Den Schmarrn hier. Hier liegen auch kaum Kisten rum, dass man mal Muni wirklich aufstocken kann. Ja. Der Tempel ist gleich da vorne. Du musst nur noch diese 150 Gegner töten. Na. Für 150 Gegner habe ich halt keine Muni mehr. Klar hat das Ding ein Schild vor der Nase. Wo ist es hin? Schaffst du es? Glaube nicht. Aber da vorne war direkt ein Speicherding. Ich schaff's nämlich auch nicht. Ich hoffe, ich krieg wieder ein bisschen Muni. Oh, wir hätten im Übrigen die 20 Minuten wieder voll. Ja. War das deine oder meine? Meine? Keine Ahnung. Dann machen wir schnell ab, Mod. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Gaming Ninjas vorbei. Bis dann, Leute, rein. Ciao. Ciao.